Sehr geehrte Damen und Herren, die Frauensprecherin der FPÖ, die Kollegin Gattelgruber, hat uns aufgefordert, im Belästigungsfall Lausch die Akten sprechen zu lassen. Dann lassen wir die Akten sprechen. Dort hat eine Betroffene unter Wahrheitspflicht ausgesagt. Lausch hat mir nach einer Hauptverhandlung massiv an den Hintern gegriffen und nur geantwortet, das hätte er jetzt gebraucht. Weiter, sagt eine Betroffene, im Wachzimmer sagt er, guten Tag, Puppi, und langte mir an den Hintern. Weiter sind in diesem Akt dokumentiert diversen E-Mails an Betroffene mit pornografischem Inhalt oder der Aufforderung, in den Swingerclub zu gehen. Meine Damen und Herren, das ist sexuelle Belästigung. Meine Damen und Herren, das ist eines Abgeordneten dieses Hauses unwürdig. Abgeordneter Lausch, treten Sie zurück. Meine Damen und Herren, aber was sagt der Kollege Lausch zu diesen Vorwürfen? Es gibt E-Mails, die das klar dokumentieren. Der Abgeordnete Lausch sagt, die wären gefälscht. So, wenn jemand E-Mails von mir fälscht mit derartigem Inhalt und an eine Betroffene schickt mit derartig schwerwiegenden Vorwürfen, was würde ich tun? Ich würde klagen. Es sind ja mehrere Straftatbestände erfüllt. Üble Nachrede, Verfälschung eines Beweismittels. Was hat der Kollege Lausch gemacht? Er hat nicht geklagt und er hat gewusst, warum er nicht klagt, weil er weiß, dass er diesen Prozess nicht gewinnen wird. Meine Damen und Herren, wir werden ja sehen, ob der Kollege Lausch den Falter klagt. Er hat ja eine weitere Möglichkeit. Aber wissen Sie, was der Kollege Lausch sagt? Da kommt nichts heraus. Und das sagt ein Mitglied einer Partei, die keine Gelegenheit auslässt, Journalisten oder Kritiker, wenn sie irgendwas sagen, was möglicherweise klagbar ist, zu klagen. Sie nehmen auch Niederlagen dafür in Kauf. Sie klagen alles. Nein, nur diesen einzigen Punkt haben Sie nicht geklagt. Und der Abgeordnete Lausch weiß, warum er nicht geklagt hat. Aber es geht ja noch weiter. Er sagt, die Vorwürfe kommen doch nur von böswilligen Frauen, die was Karriere machen wollen. Das war jetzt ein Originalzitat, nicht mein Grammatikfehler. Meine Damen und Herren, das ist die klassische Opfer-Täter-Umkehr, wie wir sie aus diversen Verfahren um sexuelle Belästigung kennen. So, jetzt vertritt die FPÖ hier die Position, die Frauensprecherin der FPÖ, dass dieses Verfahren eingestellt wäre und dass alle Vorwürfe widerlegt sind. Meine Damen und Herren, das ist, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Eingestellt ist richtig, aber nicht, weil irgendwas widerlegt wurde. Nein, eingestellt werden musste, weil dieses Disziplinarverfahren verjährt ist. Und zwar verjährt in einem orange-blauen Justizministerium, wo die blauen Personalvertreter die Strippen gezogen haben, damit dieses Disziplinarverfahren liegen bleibt. Meine Damen und Herren, am 17.11.2005 wurde das Disziplinarverfahren eingeleitet. Am 19.12.2005 ist die Verjährung eingetreten. Es ist nichts passiert. Man hat wohlweisentlich 4 Monate später dem Abgeordneten Lausch den Bescheid über die Einleitung des Verfahrens zugestellt, damit das Verfahren verjährt war und eben nicht weitergeführt wird. Es ist auch nichts widerlegt worden. Meine Damen und Herren, was war die Reaktion der FPÖ? Das sind alte Hüte. Ich weiß von diesem Vorfall seit gestern. Für Sie ist es offensichtlich ein alter Hut. Herr Parteiobmann Strache, stellt sich die Frage, wie lange Sie schon von diesen Vorfällen wissen, was Sie getan haben, um diese Vorfälle aufzuklären und warum Sie den Abgeordneten Lausch immer noch decken, obwohl Sie schon so lange von diesen Vorfällen wissen. Meine Damen und Herren, wir kennen die FPÖ aus diesen Debatten hier. Es ist ja keine Strafe zu streng, es ist ja kein Urteil zu hart. Nur wenn es um Ihre eigenen Leute geht, dann gilt Milde und dann wird der Mantel des Schweigens über die Abgeordneten gebreitet. Herr Parteiobmann Strache, Ihre Partei, die eine Führungsschwäche, ist ja mittlerweile mit freiem Auge sichtbar. Sie haben sich zwar des Fall Grafs entledigen können, Sie haben noch einen Fall Dobernik, Sie haben einen Fall Dörfler, jetzt haben Sie auch einen Fall Lausch. Wir werden beobachten, ob Sie wenigstens noch in Ihrem eigenen Club durchsetzungsstark sind, den Vorwürfen nachgehen und Konsequenzen verlangen und den Abgeordneten Lausch zum Rücktritt bringen. Meine Damen und Herren, ich möchte mit der Frauensprecherin der FPÖ schließen. Sie hat gesagt, Übergriffe auf Frauen dürfen nicht sanktionslos bleiben, egal welchen kulturellen Hintergrund Täter haben. Das ist ein Zitat, das schon länger zurückliegt.
Wir können damit heute schließen. Das gilt offensichtlich für einen kulturellen Hintergrund nicht, und das ist der freiheitliche Hintergrund. Dankeschön.